Das sowjetische Nationalitätenkonzept und seine Folgen. Die Sowjetunion war ein Vielvölkerstaat, in dem nach den Angaben der letzten Volkszählung 1989 129 Nationalitäten in 15 Unionsrepubliken und untergeordneten Einheiten lebten. In den 80er Jahren hat sich in den meisten Republiken eine Unabhängigkeitsbewegung gebildet, die dann letztlich so erfolgreich war, dass die Unionsrepubliken sich bekanntermaßen 1991 für unabhängig erklärt haben. Das erscheint uns heute völlig logisch und bedarf keiner weiteren Erklärung. Es ist aber gar nicht so logisch, wie sich das anhört, sondern der Anfangspunkt dieser Entwicklung lag in ganz bewussten politischen Entscheidungen der Bolschewiki. Zu diesen Entscheidungen gehörte erstens, dass sie beschlossen, die Bevölkerung ihres Riesenreiches nach Nationalitäten sortiert in Verwaltungseinheiten zusammenzufassen. Die höchste Ordnungsstufe dabei war die Unionsrepublik. Darunter standen dann eben autonome Republiken, zum Beispiel im Kaukasus die tschetschenisch-ingusische. Rein theoretisch wäre es auch möglich und wurde diskutiert, dass man einfach Wirtschaftsräume zusammenfasste. Aber man entschied sich eben ganz bewusst für die Nationen, Nationalitäten, und die Menschen begannen sich dann auch sehr stark damit zu identifizieren. Es hat am Anfang große Schwierigkeiten gegeben, zum Beispiel bei der Grenzziehung, weil gar nicht so einfach zu benennen war, wo genau die Grenze zwischen zum Beispiel den Kasachen und den Kirgisen verlief. Aber letztlich ist dieses Prinzip nach ethnoterritorialen Prinzipien in der Sowjetzeit nie in Frage gestellt worden. In Frage gestellt worden ist die Sowjetunion. Mit der ersten ist die zweite wichtige Entscheidung der Bolschewiki für ihre Nationalitätenpolitik verbunden, nämlich überhaupt die Schaffung der Kategorie Nationalität. Man kann Nationalität nach der gesprochenen Sprache, nach der Herkunft der Eltern, nach dem Geburtsort, nach vielen anderen Kriterien definieren. Die Definition ist auch immer wieder verändert worden in der Sowjetzeit, aber auch dieses Prinzip wurde von der Bevölkerung angenommen. Es ist eine Kategorie im sowjetischen Pass gewesen. In diesem Pass stand dann eben Deutsch oder Russisch. Und es war sehr wichtig, was da stand. Erstens, weil mit der Nationalität und eben dem Wohnen in einer bestimmten Republik bestimmte Rechte verbunden waren. Es war aber auch negativ sehr wichtig, weil wenn da eben während der Zeit des Stalinismus Deutsch oder Tschetschenisch stand, dann bedeutete das für die betroffenen Menschen, dass sie unter schrecklichen Bedingungen nach Zentralasien deportiert wurden. Letztlich war für alle Nationalitäten der ehemaligen Sowjetunion, auch für die Benachteiligten, die Kategorie Nationalität in ihrem Pass der wichtigste Identitätsfaktor am Ende der Sowjetzeit. Die ethnische Zugehörigkeit ist auch heute noch für die Bevölkerung der einzelnen Republiken und natürlich auch für ihre Eliten von sehr großer Bedeutung. Die neuen Republiken haben aber auch viele Probleme aus der Sowjetzeit geerbt. Vor allem die Frage nach Revision von Grenzen, die in der Sowjetzeit manchmal umstritten waren. Man kann nahezu alle Konflikte, die heute aus der ehemaligen Sowjetunion gemeldet werden, darauf zurückführen. Zum Beispiel die Tschetschenienkriege, der Konflikt um Bergkarabach zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, aber auch Konflikte ganz jüngst zwischen Tadschiken und Kirgisen, die fast zu einem Krieg geführt hätten, sind Grenzprobleme, die aus der Sowjetzeit stammen.